So, da ist es. Mein neues Messer, was ich mir bestellt habe. Warning, read the instructions before opening or using the knife inside. Also, es ist ein CVV-Messer. Und da schauen wir doch jetzt einfach mal zusammen rein. Oh, hallo. Kommt in so einer schicken Nylon-Tasche. Geil. Bin sehr gespannt, Leute. Love your new life knife. Ja, genau. Share your experience to let the world know. Your support does help us to make the better products and service. Cool. Okay, hier gibt es eine Anleitung, die brauche ich allerdings nicht. Dann haben wir hier noch so ein schickes Putztuch aus Mikrofaser. Sehr geil. Jetzt kommt's. Also wir gucken nochmal hier rein. Hier ist nochmal so eine Polsterung in der Tasche. Da kann man das Messer wunderbar aufbewahren. Aber jetzt kommt der eigentliche. Yeah. Schaut's euch an. Ein neues Taschenmesser. Und zwar ist es hier ein braunes, dunkelbraunes Mikata. Wow, ist das sexy, Alter. Ja, das habe ich in der Gruppe gesehen auf Facebook und dann habe ich da mal gefragt, was das ist und dann bin ich da über ein Video gestolpert und da wurde das Video, das Messer da vorgestellt. Verlinke ich euch mal. Sehr cooler Kanal. Ja, das Messer ist ein 42A-konformes Frontflipper-Messer. Wir haben hier ein braunes Mikata. Hier haben wir das Logo, das C von CVV heißt es einfach nur. CVV. Genau, hier hinten eine ganz feine kleine Schraube. Ein super geiler Deep Carry Clip, das heißt, das Ding verschwindet bis ganz oben in der Hosentasche. Dann haben wir hier hinten den schwarzen Backspacer. Dann die Platinen. Ja, Klingenstand ist auch absolut mittig. Kann man es sehen. Ja, sehr fein, sehr elegant. Ich vergleich's mal. Von der Größe ist, dass ihr es mal seht mit meinem normalen Schweizer Taschenmesser. Also es ist schon ja, einiges feiner noch. Und das Schöne ist, es ist halt ein Frontflipper. Also man kann das Messer, hier sind so Riffelungen. Ich krieg's wahrscheinlich noch nicht richtig hin. Man kann das hier so öffnen. Mit viel Übung geht es dann auch schneller. Und das Ganze ist aber ein Einhandmesser in der Hinsicht. Aber es ist 42A, weil es ist ein Slipjoint. Hier vorne ist noch so eine Aussparung an der Schneide. Das heißt, man kann da den Finger beim Halten hinmachen. Und das heißt, wenn ich dann das Messer so benutze und es klappt so ein bisschen ein, dann schneide ich mich da nicht. Und ich kann das da auch noch super elegant halten, um Schnitte zu machen. Das ist eine Stonewash-Klinge. Hier ganz fein nur das Logo drauf, nicht übertrieben. Und hier oben, irgendwo habe ich es gesehen, hier ist noch ein Aufdruck, das werdet ihr jetzt nicht sehen, vermutlich. Doch, man kann es wahrscheinlich sehen. Der Klingenstahl, das ist ein C10CR15COMOV. Genau, ein sehr elegantes Messer. Und das wird mich jetzt im EDC erstmal begleiten. Ah, habt ihr es gesehen? Man kriegt das auch so auf, wenn man. Bisschen Übung. Geil. Das war's schon, Leute. Das wollte ich euch nur zeigen. Ciao.